Hallöchen Leute und willkommen zu einer kleinen Mod-Präsentation. Heute zeige ich euch, wie ihr die F1 2005 Mod installieren könnt, was die Karriere denn so beherbergt und darüber hinaus gucken wir uns an, wie ihr das Ganze auch auf eurem PC dann datentechnisch managen könnt. So, ich bin jetzt auf der Seite, auf der das Ganze anfängt. Das ist auch in der Beschreibung verlinkt, diese entsprechende Mod. Nämlich müssen wir als allererstes einen Abstecher zu Race Department machen. Und bevor die Frage kommt, nein, diese Mod ist leider nicht für Xbox und PS4 kompatibel, sondern lediglich für den PC. Und deswegen ist auch die heutige Anleitung natürlich nur für den PC. Die Mod ist in 10 Teile aufgeteilt und ihr kommt über den Link auf die erste Seite dieser Mod und hier, ab hier, könnt ihr dann entsprechend über die ganzen Verlinkungen, also hier ist zum Beispiel Part 2 verlinkt, zu dem zweiten, dritten, vierten Part und so weiter und so fort. Das ist eigentlich kein Problem und da müsst ihr eigentlich nur noch alles runterladen. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, ihr müsst auch bei Race Department einen Account haben. Das ist allerdings kostenlos, also da gibt es kein Problem. Habt ihr alles heruntergeladen und dann entsprechend entpackt mit einem Programm wie WinRAR oder mit einem ähnlichen Programm, dann habt ihr hier 10 Ordner, die auf euch warten, damit sie installiert werden. Und da habt ihr unter anderem Part 1 bis 9 und noch 3 weitere Patches. Wie installiert man die jetzt? Eigentlich relativ easy, schaut aber auf jeden Fall auch nochmal hier ins README-Dokument hinein, damit ihr auch wirklich die genauen Hintergründe kennt. Unter anderem habe ich da auch die Information gehabt, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig aktuell ist, dass man lediglich einen Spielstand oder einen Fahrer haben sollte, wenn man die Mod installiert, da die Mod eventuell sonst Problemchen macht. Das war allerdings der Stand, glaube ich, vor dem ersten Patch. Vielleicht hat sich da was geändert. Der Stonehenge ist auch hier immer wieder aktiv. Einer der Mitentwickler der Mod, der könnte das eventuell nochmal näher durchleuchten. Aber wie gesagt, erstmal das README durchlesen, dann ist eigentlich vieles selbsterklärend. Was ich gemacht habe, gut, ich habe halt relativ viel Speicherplatz. Ich habe mir 2 Ordner erstellt. Und zwar zum einen F1 2017, den habe ich dann kopiert und den nochmal F1 2017-2017 genannt. Und das habe ich entsprechend dafür gemacht, weil hier zum Beispiel die 2005er Mod drin steckt und hier steckt die 2017 Originalversion drin. Ja, und Steam greift halt immer auf den Ordner, der F1 2017 heißt, zu. Das bedeutet, jetzt gerade würde Steam auf diesen Ordner hier zugreifen, wenn ich das Spiel starte, wo die 2005er Mod drin ist. Und wenn ich mal das Originalspiel spielen will, dann füge ich hier als Orientierung eine 2005 hinzu und mache hier einfach die 2017 weg und kann dann F1 2017 das Hauptspiel spielen. Also da eine ganz, ganz einfache Sache. So, aber wir wollen natürlich jetzt die 2005er Mod uns näher anschauen. Deswegen fügen wir hier die 2017 hinzu als Reminder, dass das die 2017er Saison ist. Und die 2005er Saison ist jetzt entsprechend unsere aktuelle 2017 Start. Unser 2017 Startordner. Da muss man lediglich den Ordner öffnen und hier muss man jeden Part nach und nach, das ist eigentlich sehr, sehr einfach, so weit öffnen, bis man auch hier bei F1 2017 drin ist. Und dann sieht man hier Asset Groups. Das kopiert ihr einfach, zieht es hier rüber und alle Dateien, die eventuell doppelt da sind, müsst ihr einfach nur im Ziel ersetzen. Und das wiederholt ihr dann entsprechend 9 weitere Male für die nächsten Parts. Und ihr kommt dann eigentlich immer relativ einfach hier rüber. Hier müsst ihr auch entsprechend diese ganzen Ordner rüber kopieren. Und dann habt ihr es eigentlich. Ja? Ich zeige euch auch gleich nochmal eine Methode, wie ihr die Mod, wobei das ein bisschen umständlicher ist, aber wie ihr die Mod halt installieren könnt, wenn ihr lediglich einen Ordner euch erstellen könnt, also wenn ihr relativ wenig Speicherplatz habt. Das muss man dann immer vor jedem Spielstart ändern, aber da zeige ich euch gleich, nachdem ich euch die Karriere präsentiert habe, wie ihr das mit Steam handhaben könnt. Und wir beginnen das Ganze im Hauptmenü, beim Startbildschirm schon direkt. Und wir sehen, dass hier in dem gesamten Design eigentlich sehr viel Arbeit reingeflossen ist. Alle Menüs wurden überarbeitet, die Hintergrundbilder wurden geändert, Grafiken wurden angepasst und das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Dementsprechend hat man hier auch zum Beispiel Kimi Räikkönen im Hintergrund, genauso wie hier ein Rennstart, das müsste der Spanien Grand Prix dann gewesen sein. Das könnte Ungarn sein, bin mir aber gerade nicht sicher. Und ja, eben hat man hier einfach angepasste Bilder, also das Menü wurde dementsprechend abgestimmt.
Das wisst ihr natürlich nicht, weil ich halt die meiste Zeit natürlich erst auf der Rennstrecke ins Video geschaltet habe. So, und wir starten gerade mal die Karriere neu. Ich schau mal gerade, wie das geht. So, und setz hier mal gerade einen Cut. So, und hier sehen wir die Teamauswahl. Und wir sehen, dass McLaren-Mercedes tendenziell das stärkste Team ist. Renault, gut, ihr seht die Balken, die passen nicht ganz zu den Teamfarben, wie sie 2005 waren. Also Renault ist jetzt rot, das hat mich für den Moment auch irritiert, aber gut, man gewöhnt sich halt relativ schnell dran, beziehungsweise es ist halt nur im Menü, da hat man ja eh Zeit, nochmal ein bisschen umzudenken und das Ganze zu adaptieren. Da hat man Ferrari, die schon deutlich schwächer sind. Toyota war in dem Jahr tatsächlich fast auf Ferrari-Niveau, wenn man sich die Gesamtkonstrukteurspunkte anschaut. Da hat man BMW Williams dahinter, Red Bull Racing, Sauber, BAR Honda, wobei die tatsächlich in unserer Saison relativ gut abgeschnitten haben. Jordan ungefähr auf Niveau von McLaren Honda, das würde tatsächlich sogar ziemlich gut passen. Und Minardi dann als Schlusslicht, nämlich als Sauber-Vertreter. Ja, die 2005 ja noch ein bisschen ordentlicher unterwegs waren. So, wir nehmen jetzt einfach mal McLaren und wählen als Teamkollegen mal Kimi Räikkönen. Und gut, hier kann man natürlich wieder alles Mögliche standardmäßig einstellen. Und wir springen einfach mal in die Karriere. Auch hier sieht man, die Ladebildschirme haben dementsprechend einen ganz, ganz schönen Look. Und ja, auch wenn hier jetzt gerade 105 steht, ja, die Saison bin ich auf 110 gefahren. Da gab es hin und wieder Leute, die haben das ein bisschen angezweifelt. Ich würde mir einfach plump selbst in die Tasche lügen, wenn ich einfach behaupten würde, ich bin es auf 110 gefahren. Und ich bin es gar nicht auf 110 gefahren. Aber hier sieht man wunderschön, man sieht fast gar nichts mehr von Mercedes. Gut, Toto Wolff ist ein Überbleibsel, aber der kann auch ein bisschen was, der kann gerne bleiben. Ansonsten überall was angepasst. Rechts übrigens, das ist das Artcover, glaube ich, von F1 2015 gewesen, was auch im Hauptspiel dann da ist, in Schwarz-Weiß. Aber ihr seht auch hier die ganzen Plakate, die ganzen Teamshirts und so weiter und so fort. Das ist alles angepasst. Gut, ich habe jetzt die Stimmen schon abgeschaltet, weil mich die Dialoge immer so ein bisschen genervt haben in den Let's Plays. Aber ich würde sagen, wir springen dann einfach mal direkt in unser Menü. Und auch bei der Begrüßung im Team sieht man, jo, wir sind bei West McLaren Mercedes. Natürlich heutzutage keine Tabakwerbung mehr erlaubt und die gesamten Namen wurden angepasst. Das geht natürlich im Boxenfunk nicht. Da haben sich ein paar Leute auch irritiert gezeigt, die dann die erste Folge verpasst hatten. An der Stelle sei gesagt, man kann in einer Mod sehr vieles anpassen, aber nicht alles. Also es ist zum Beispiel unheimlich schwierig, da neue Charaktermodelle zu erstellen und deswegen sind es die aktuellen Fahrer, die so ein bisschen von ihren Gesichtskonturen her vielleicht angepasst wurden. Bei Montoya wurde zum Beispiel Bottas Figur genommen, die Hautfarbe wurde ein bisschen angepasst, die haben Bärte und so weiter und so fort. Also da wurde halt ein bisschen was angepasst, was halt ging. Und gut, bei den Kissen, da sieht man noch zumindest mal so einen Hauch von Mercedes-AMG Petronas. Aber hauptsächlich der Mercedes-Stern passt ja auch, ist ja McLaren-Mercedes. Und die Schirme sind ersetzt, das finde ich ganz cool. Obst ist weiterhin am Start und Wasserflasche namens Wasserflasche ist da. So, und wir sind in unserer Garage im McLaren. Eigentlich ziemlich gemütlich. Und auch hier sieht man natürlich die ganze Boxencrew. Eigentlich die gesamte Aufmachung. Da hinten sieht man auch noch das McLaren-Logo und so weiter und so fort. Das ist alles noch auf alt getrimmt. Das ist alles ziemlich, ziemlich gut umgesetzt. Also die ganzen Grafiken und so weiter und so fort. Da wurde sich richtig viel Mühe gegeben. Und jetzt gucken wir mal auf den Rennmonitor. Denn 2005 gab es keine Hybridmotoren, sondern lediglich den Verbrennungsmotor, die Steuerelektronik und darüber hinaus das Getriebe. Das sind die drei Komponenten, die sich abnutzen werden. Und alles, was mit dem Hybridmotor zu tun hat, also MGUK, Turbolader gibt es natürlich auch nicht, die MGUH und so weiter und so fort, der Energiespeicher, das sind alles Sachen, die hier wegfallen. Und dementsprechend habt ihr hier also eine ziemlich realitätsnahe Umsetzung. Bei den Reifen und beim Spritverbrauch, da muss man natürlich gewisse Einschränkungen machen. Sprit war 2005 noch nachtankbar während eines Rennens. Im Spiel kann man das aber nicht programmieren.
Das ist allerdings auch etwas, was du nicht mit einer Mod einfach ändern kannst, denn natürlich entwickelt Codemasters nicht irgendwie eine Animation zum Tanken oder die Funktion zum Tanken, wenn es im fertigen Spiel nicht drin sein wird, wie 2017 in den Regularien das halt vorgeschrieben war und 2018 auch weiterhin ist. Allerdings kann man auch, denke ich mal, damit zufrieden sein, dass man hier die ganzen Boxenstops hat mit einem Reifenwechsel. Gut, 2005 gab es keinen Reifenwechsel, aber es gab sehr lang haltbare Reifen. Hier sind die Reifen auch unheimlich lange haltbar. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es einen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Reifen hier gibt, weil die unterscheiden sich gerade alle in der Lebensdauer. In Sachen Pace sind die aber alle gleich auf und dadurch, dass eben die Reifen so lange haltbar sind, so wenig Abrieb haben, dadurch kannst du halt auch wirklich so eine 2005er-Saison relativ gut simulieren. Weil im Prinzip ist es egal, wenn du an die Box fährst, ob jetzt die Reifen gewechselt werden oder ob du Sprit nachgetankt bekommst. Hauptsache, du machst einen Boxenstopp und dadurch, dass die Reifen relativ schwach abbauen, hast du eben beim Boxenstopp nicht unbedingt so einen großen zusätzlichen Bonuseffekt, wenn du jetzt mit frischen Reifen unterwegs bist. Ein bisschen was macht es auf jeden Fall aus, aber so viel dann auch nicht. Dementsprechend fühlt sich das Ganze dann auch ziemlich authentisch an, auch wenn es keine Tankstops gibt und wenn dein Fahrzeug natürlich dann frische Reifen aufgezogen bekommt. Und ja, 2005 gab es keine Slicks. Allerdings, glaube ich, wurde ein bisschen mit Rillenreifen rumexperimentiert. Das war allerdings dann nur möglich, wenn dann mit Intermediates auch ein bisschen rumprobiert wurde. Auf jeden Fall musste die KI da keinen Boxenstopp machen. Und ich würde euch empfehlen, einen Boxenstopp zu machen, denn der ist Pflicht. Ach ja, jetzt hören wir mal kurz den V10-Sound auch mal schön. Auch mal ganz angenehm. Man hört die nochmal unverzerrt. Ich hatte nämlich für meine Aufnahmen den Sound noch ein bisschen überarbeitet, damit der Ferrari F2004, dessen Sound das halt ist, damit der noch ein bisschen dumpfer, ein bisschen aggressiver und dreckiger klingt. Und auch hier kann man nochmal kurz das Menü aufrufen und ihr seht, dass bei den Verschleißteilen lediglich die Steuerelektronik, der Verbrennungsmotor und das Getriebe angezeigt werden. Ja, und das sind allgemein sehr, sehr, sehr coole Sachen, wie ich finde. Also die Mod ist eigentlich super umgesetzt und ich kann mal kurz zurück in die Garage gehen, zeige euch jetzt immer mein Setup, zeige euch ganz kurz, wie das denn ausschaut mit der Fahrzeugentwicklung, denn auch da gibt es ein bisschen was zum Anschauen. Allerdings zunächst das Setup, ich glaube, das ist jetzt ein paar Tage her, seit ich das letzte Mal gezockt habe. Ne, Moment, das sind die ganzen Megacorp-Setups. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit dem Großbritannien-Setup hier gefahren bin. Da habe ich den Flügel immer wieder mal ein bisschen angepasst, von Strecke zu Strecke. Ich glaube, in Großbritannien bin ich eine 2.5-Einstellung gefahren. Aber ansonsten war das quasi so mein Setup. Die Autos sind tendenziell ein bisschen untersteuernd. Insofern, wenn ihr dann ein Setup habt, womit ihr bei den 2017er Autos ein paar Problemchen hättet, dann passt das, glaube ich, ganz gut. Falls ich noch nicht erwähnt habe, ich glaube, das ist zumindest mein aktuellster Stand, ihr dürft nur ein Nutzerprofil haben, also ein Fahrerprofil im Spiel, damit ihr hier gut zurechtkommt. Ihr könnt hier übrigens auch 11 Ballast nehmen, dann habt ihr noch einen Ticken mehr übersteuern. Und hier sieht man, 2% Reifenabnutzung kosten euch eine Hundertstelsekunde. Also wie ich es gesagt habe, viel Zeit verliert ihr dadurch nicht. Dementsprechend, die authentische Umsetzung dessen, dass du zwar Reifen wechseln kannst, nicht nachtanken kannst, aber trotzdem halt nicht wieder plötzlich viel, viel schneller bist, weil wenn du einen vollen Tank hattest damals, warst du plötzlich langsamer ein bisschen. Hier, wirst du zumindest nicht schneller. Das ist so gut, wie man es halt umsetzen kann. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Updates. So, damit sind wir im Upgrade-Screen hier bei F1 2017. Allerdings hat sich ein bisschen was verändert. Bei manchen Sachen kann man nämlich nicht mehr so wirklich weiterentwickeln. Das waren nämlich unter anderem zwei DRS-Upgrades. Da kann man nichts mehr machen. Und man kann auch mal ganz kurz gucken. Hier oben, da hat sich ein bisschen was verändert, denn man hat ja nicht mehr die ganze Haltbarkeit für die verschiedenen ERS-Komponenten, sondern man hat zum Beispiel eine längere Getriebeübersetzung oder auch eine kürzere Getriebeübersetzung. Wie das jetzt
in Kombination funktioniert, das müsste man nochmal schauen. Da werde ich auch nochmal kurz nachhaken und in den Kommentaren werdet ihr dann, glaube ich, eine nähere Ausführung finden vom lieben Stonehenge. Ja, aber auf jeden Fall Bremsen, Langlebigkeit und so weiter und so fort. Also einiges wird hier tatsächlich nochmal angepasst, wie denn die Maximaltemperatur ausschaut und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall auch ein bisschen was, was man hier getan hat. Einige wichtige Anmerkungen gibt es aber dabei noch. Nämlich solltet ihr unter anderem, wenn ihr denn das Blitzqualifying fahrt oder allgemeines Qualifying, möglichst wenig simulieren. Denn sobald ihr simuliert, fährt die KI auch wirklich die 2017er Zeiten. Die Zeiten, die sie mit den 2017er Autos auch fahren würden. Und auf manchen Strecken sind sie dann einfach schneller. Darüber hinaus habe ich mich nochmal ganz kurz reingelesen, dass die 2005er Fahrzeuge mit den Rillenreifen auch ein bisschen noch bei Regen halbwegs hier und da noch fahren konnten. Dass die Fullwets erst etwas später dann dementsprechend einzusetzen waren. Dementsprechend gibt es auch dann keine Intermediates. Und außerdem sollte man die Mod tatsächlich, bevor man ins Training geht, um so circa 60 Punkte runterstellen von der Schwierigkeit her, da ansonsten die Trainingsziele eigentlich nicht zu erreichen seien. Das ist nicht mein Tipp, mein persönlicher Tipp, sondern der Tipp vom Mod-Ersteller, der das Ganze dann dementsprechend auch entwickelt hat und das Ganze auch absegnen kann. Und ich glaube, der würde nicht absichtlich dann hier entsprechend lügen. So, hier sehen wir nochmal die alten Teams. Ach, wunderschön. Red Bull Racing, auch noch schön altmodisch alles. Renault F1 Team, BMW Williams F1 Team. Ja, das könnte es mal gerne wieder geben. Aber an der Stelle war es das mit der Mod-Präsentation. Wobei, nee, einen Punkt gibt es doch. Und da springen wir jetzt sofort nochmal hin. Nämlich befinden wir uns jetzt gerade bei Steam und hier kann ich euch mal ganz kurz zeigen, was ihr machen könnt, wenn ihr lediglich einen Ordner habt, beziehungsweise wenn ihr wenig Speicherplatz habt und die Mod einfach jedes Mal neu installieren müsst, beziehungsweise wieder deinstallieren müsst. Dazu müsstet ihr quasi die Mod, wie anfangs gezeigt, immer installieren. Und wenn ihr das normale F1 2017 zocken wollt, dann müsst ihr hier entsprechend auf Eigenschaften gehen. Hier geht ihr dann auf lokale Dateien und geht auf Dateien auf Fehler überprüfen. Hiernach wird Steam ermitteln, welche Daten entsprechend nicht die vom Originalspiel sind. Die werden quasi gelöscht. Steam fordert die originalen Daten an, die ersetzt oder die gelöscht wurden, und ihr seid wieder bei der F1 2017 Version, bei der ganz normalen Standardversion, und dementsprechend könnt ihr das Ganze auch handhaben. Danach müsstet ihr, wenn ihr irgendwann die Mod wieder zocken wollt, die Mod halt nochmal installieren und dann nochmal deinstallieren, über diesen Weg wieder und so weiter und so fort. Ja, aber das war die kleine Präsentation des Mods. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten wünsche ich viel, viel Spaß und vielen, vielen Dank nochmal an den Stonehenge und an seine ganzen Leute, die das Ganze entwickelt haben, und allein dafür schon dicken, dicken Dank schon mal von mir raus. Ja, ansonsten geht es dann weiter am Sonntag mit unserem nächsten Formel 1 Projekt. Ich freue mich drauf, ich denke ihr auch, und wir sehen uns dann. Macht's gut!